Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie ihr hören könnt, ist gerade perfektes Wetter, vielleicht könnt ihr es auch sehen, um über Feuer im Wald zu sprechen. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar möchte ich jetzt gar nicht gern so lange drumherum reden, weshalb, beziehungsweise wie man jetzt damit umgeht, dass Feuermachen im Wald verboten ist. Das ist es nämlich in, na, sagen wir, 99% der Fälle. Man kann sich eine Genehmigung dafür holen, dazu kommen wir später noch. Aber in der Regel geht jetzt einfach mal davon aus, Feuermachen im Wald ist immer verboten, bis auf eine winzige kleine Ausnahme. Auf die kommen wir auch noch später zu sprechen. Aber zunächst einmal noch mal ein kleiner Hinweis. Der Saki hat auch ein Feuer im Wald, rechtliche Aspekte, Video gemacht. Ich möchte so ein bisschen auf das eingehen, was der Saki tatsächlich nicht gesagt hat. Ansonsten ist das, was der Saki sagt, natürlich alles völlig richtig und ganz toll gemacht. Gar keine Frage. Aber ich möchte einfach noch so ein bisschen ergänzend ein bisschen auf Zeugs eingehen, was er eben halt nicht sagt. Und was der Saki sagt, das mache ich jetzt nicht nochmal ausführlich. Genau. Ja, jetzt erstmal, wo steht denn, dass Feuermachen im Wald verboten ist? Ich habe schon mal bei Schlafen im Wald erwähnt, wir haben das Bundeswaldgesetz und wir haben die Landeswaldgesetze, also für jedes Bundesland eins. Das Bundeswaldgesetz ist so die Rahmengebung und die jeweiligen Landeswaldgesetze, die sind dann nochmal eben für die Detailauslegung zuständig. Ist schon mal eine gute Nachricht, im Bundeswaldgesetz steht nicht drin, dass Feuer im Wald verboten ist. Schon mal schön. Das heißt, das ist also durchaus was, was man interpretieren kann. Das heißt, es ist also jetzt schon mal nicht ein unglaublich wichtiger Rahmengrundsatz des deutschen Waldes, dass man da drin kein Feuer machen darf. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Leider steht in jedem Landeswaldgesetz irgendein Paragraph zu Feuer. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Nämlich entweder sie schreiben konkret rein, dass Feuermachen entweder genehmigungspflichtig oder verboten ist. Oder sie schreiben es nicht konkret rein und schreiben irgend sowas wie, dass die zuständige Forstbehörde dann halt eben dafür zu sorgen hat, dass der Wald nicht abbrennt. Jetzt mal lapidar gesagt. Das ist ein Unterschied, nämlich, wenn man jetzt reinschreibt, Feuermachen ist verboten, dann hat man relativ klar schon mal ausgedrückt, was das entsprechende Bundesland von Feuermachen im Wald hält. Sie haben dann nochmal eine kleine Klausel dazu, dass es unter Umständen genehmigt werden kann, also Ausnahmen möglich sind, aber grundsätzlich Artikel 1 des entsprechenden Gesetzes, Feuermachen ist verboten. Dann gibt es die Bundesländer, da steht drin, ganz konkret, Feuermachen ist genehmigungspflichtig. Zum Beispiel Baden-Württemberg. Da steht nicht drin, Feuermachen ist verboten, da steht, Feuermachen ist genehmigungspflichtig. Solange es nicht genehmigt ist, ist es natürlich dann auch wieder verboten, aber das ist trotzdem ein Faktor, den man nicht ganz außer Acht lassen muss, darf, weil genehmigungspflichtig heißt immerhin, es ist im Prinzip schon mal nicht unglaublich schlecht, wenn du im Wald ein Feuer machst. Das ist also jetzt nichts, was insgesamt katastrophale Folgen haben muss, automatisch. Das ist, ja, also ich hoffe, ihr versteht so einigermaßen, was ich meine. Also das ist einfach ein weniger scharfes Verbot, als wenn man einfach sagt, es ist verboten. Bam! Sondern man sagt, es ist genehmigungspflichtig. Also wenn man sich erlaubt, wenn man zu dem entsprechenden Personenkreis gehört, der ein Feuer im Wald machen darf, dann darf man ein Feuer im Wald machen. Dann ist das überhaupt kein Problem, unter den gegebenen Bedingungen. Das heißt, es gibt also Bundesländer, in denen ist Feuermachen per se jetzt erstmal gar nicht so schlimm, in Anführungszeichen, wie in anderen Bundesländern. Also das sind eben diese beiden Fälle, wo ganz konkret im Gesetz drin steht, was zu Feuer machen. Also dass es nicht erlaubt ist, wenn man es nicht genehmigen lässt. Dann gibt es halt eben den Fall, wo nur drin steht, dass die zuständige Forstbehörde dafür zuständig ist, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, die ihr geeignet erscheinen, um zu verhindern, dass der Wald abbrennt. Da steht dann, das ist eigentlich im Prinzip nochmal der lockerere Fall, weil da ja dann nicht mal drin steht, dass Feuermachen im Wald generell überhaupt, da steht gar keine Regelung zu drin. Das heißt, es wird so ein bisschen in die Grauzone gedrückt. Das ist dem gesunden Menschenverstand bzw. dem einzelnen Ermessen der entsprechenden Forstbehörde vor Ort obliegt, eben zu entscheiden, ob man in ihrem Wald ein Feuer machen kann oder nicht. Beziehungsweise wann und wie und unter welchen Bedingungen man in ihrem Wald vor Ort ein Feuer machen kann, unter der ganz groben Rahmenregel, dass natürlich der Wald nicht abbrennen soll. Das macht irgendwo Sinn, ne? Das will ja von uns auch keiner.
Also damit haben wir eben diese drei Fälle. Die guckt, dass ihr den Wald nicht anzündet, Regelung ist sozusagen so ein bisschen die lascheste. Dann die, es ist genehmigungspflichtig, ist auf Platz 2. Und auf Platz 3 und damit die härteste Variante ist, es ist verboten. Ja, das ist also wie gesagt, von daher, man darf es natürlich auch in dem Fall, wo man jetzt eben nur drin stehen hat, es obliegt der örtlichen Forstbehörde, da darfst du auch nicht einfach in den Wald gehen und ein Feuer machen. Das ist genauso, kostet dasselbe Geld im Prinzip eigentlich und ist genauso eine Ordnungswidrigkeit wie in allen anderen Fällen auch. Eigentlich, aber es sagt halt doch eben was über die entsprechende Landesmentalität aus, wie das denn ist. Wie schlimm ist es jetzt da, ein Feuer im Wald zu machen? Das ist tatsächlich wirklich, sollte zumindest bei der Rechtsprechung dann, wenn man dann ein Feuer im Wald gemacht hat und dafür verknackt wird, in Anführungszeichen, sollte das schon einen Einfluss auf das Strafmaß haben, wo das halt gewesen ist. Und wenn der Förster sein Gesetz richtig gelesen hat, sollte es auch einen Einfluss darauf haben, wie ein Förster oder ein Jagdschutzbeauftragter oder irgend so ein höheres Tier im Wald, auf gut Deutsch, einen erwischt beim Feuermachen, sollte es eben halt auch einen Einfluss darauf haben, in was für ein Bundesland dem man jetzt eben halt ist. Ist es ein Klasse 1, ja, Feuermachen zündet den Wald nicht an, Bundesland, oder ist es ein Klasse 3, Feuermachen ist verboten, bam! Bundesland. Das spielt tatsächlich eine Rolle und liegt einfach daran, und jetzt kommen wir dazu, warum ist das so, einzelne Bundesländer sind unterschiedlich gefährdet für Waldbrand. Zum Beispiel Baden-Württemberg, ja, gerade die Wetterseite vom Schwarzwald, also die richtige Seite, die badische Seite, Entschuldigung, liebe schwäbischen Freunde, ja, da zum Beispiel haben wir überall so viel Niederschlag, in der Regel auch wirklich so feuchte Böden und das trocknet ganz, ganz, ganz selten mal so sehr aus, dass man wirklich sagen müsste, dass da überhaupt Waldbrandgefahr besteht. Davon abgesehen haben wir kaum Kiefernwälder. Der Kiefernwald ist jetzt so ein typischer Wald, gerade weil er eben sehr licht ist, sehr viel Licht auf den Boden kommt. Ich hatte das schon mal irgendwo erwähnt oder in einem Kommentar kommentiert. Dann kommt gerne am Boden halt auch entsprechend Unterwuchs am Boden auf, darunter auch irgendwelche Gräser, die im Sommer dann relativ schnell das Wasser, kein Wasser mehr haben, weil das Wasser von den Bäumen verbraucht wird, die es dann weiter aus dem Boden unten hochholen können und dann alles Wasser quasi wegsaufen und die Gräser sozusagen leer ausgehen und dann relativ schnell vertrocknen. Und dann haben wir halt einen Teufelskreis. A, Wasser ist schon relativ wenig, kaum noch welches da. B, die Gräser sind schon vertrocknet. C, die Gräser sind vertrocknet, weil wenig Wasser da ist. Und warum ist wenig Wasser da? Weil es heiß ist. Und wenn dann jemand eine Zigarettenkippe oder ähnliches in den Wald schmeißt, und dann ist es halt einfach ein dummer Zufall, dann kann es halt eben tatsächlich vorkommen, dass tatsächlich der Wald brennt. Ein solcher Wald. Unwahrscheinlicher ist es dann halt eben in einem normalen Mischwald mit Buchen, mit mal ein paar Tannen dazwischen, hier und da auch vielleicht mal eine Fichte, mal ein Bergahorn, auch mal die Douglasie irgendwo da drin. Also so ein schöner, vielseitiger Mischwald, der relativ schattig ist, mit wenig Zeug auf dem Boden, was brennen kann. Jetzt sagt ihr, okay, aber da liegt doch Laub rum. Habt ihr mal versucht, Laub anzuzünden? Also dürft ihr nicht, aber solltet ihr es trotzdem mal versuchen an einer offiziellen Grillstelle, dann werdet ihr feststellen, das ist gar nicht so einfach. Also Laub brennt so gut nicht, weil da ist nichts mehr drin, was großartig brennen kann. Davon abgesehen, jeden Morgen ist immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit am Boden da, die jeden Morgen das Laub einigermaßen anfeuchtet. Das heißt, wir haben nur nachmittags die Chance, dass tatsächlich durch irgendwie sowas, Zigarettenkippe oder ähnliches, Laubfeuer fängt. Und das ist einfach von der Wahrscheinlichkeit her wirklich super gering. Noch unwahrscheinlicher ist es natürlich, wenn jemand ein kontrolliertes Feuer macht und Feuer machen Grundsatz Nummer 1 immer berücksichtigt, Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen. Das weiß der Förster auch. Der Förster ist ja nicht doof, das weiß der eben halt eben auch. Wenn er solche Wälder hier um sich rum hat, dann weiß er, dass es fast unmöglich ist, die anzustecken, außer Brandstiftung. Man will den Wald anzünden. Das geht natürlich schon mit Benzin, mit sonst was, mit keine Ahnung was für Hilfsmitteln. Das geht selbstverständlich, aber aus Versehen den Wald anzünden, es kann tatsächlich eben wirklich mal vorkommen, der Teufel ist ein Eichhörnchen, aber es ist unwahrscheinlich. Und da gibt es halt Bundesländer, da ist es sehr, sehr unwahrscheinlich und Bundesländer, da ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich.
Und je nachdem ist es auch eben meistens in der Waldgesetzgebung so, dass es halt dann entweder verboten ist oder regelt das vor Ort. Wenn ihr wisst, dass ihr da einen Wald habt, der so gut wie nie brennt, dann könnt ihr ja den Leuten auch einfach mal erlauben, ein Feuer zu machen. Aber auch da müssen es halt die Leute erlaubt bekommen. Diese Unterschiedlichkeiten eben im Verbotslevel, in Anführungszeichen, das dient halt eben nur so als ganz grobe Rahmenplanung, wie wahrscheinlich ist es, dass ich an der Stelle irgendwie ein Feuerchen im Wald erlaubt bekomme. Dafür ist das da. Nicht, dass man jetzt einfach sagt, ja okay, hier ist es ja eh nur genehmigungspflichtig, ja dann kann ich ja machen. So nicht. Gut, dass jetzt Feuer machen im Wald deshalb verboten ist, weil es im Wald natürlich nicht brennen sollte, das sollte ja jedem klar sein. Aber diejenigen unter euch, die jetzt fieserweise illegal ein Feuerchen schon mal gemacht haben im Wald, könnte ja sein, dass es da welche gibt, will ja jetzt niemandem was unterstellen. Für die ist es vielleicht interessant zu wissen, warum ist denn das verboten? Weil ich habe schon ganz oft in irgendwelchen Foren oder als YouTube-Kommentar, schön anonym, gelesen, dass es vielen Leuten einfach mal scheißegal ist, dass das verboten ist. Und die sagen, ich lasse mich das doch nicht verbieten, das ist mein Grundrecht, ein Feuer im Wald zu machen, wenn ich das möchte. Das ist so ein Ausdruck meiner persönlichen Freiheit. Der Mensch hat schon seit 40.000 Jahren Feuer gemacht. Oder was weiß ich, wie lange. Ich ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch gerade nicht, wie lange es Homo sapiens gibt. Aber naja. Jedenfalls, das sind so Argumente, die dann da kommen. Sage ich jetzt gar nichts zu. Verboten ist es halt trotzdem. Jetzt ziehe ich jetzt mal einen Pullover an. So, dann müssen wir jetzt mal darauf eingehen, warum man denn überhaupt im Wald kein Feuer machen darf. Dass jeder, der vernünftig ist, nicht beim Feuer machen, eben gerade so Bushcrafter wie wir zünden den Wald nicht an. Es gibt garantiert keinen Fall, wo mal irgendein Bushcrafter, zumindest in Deutschland, den Wald angezündet hat. Also so richtig, mit Waldbrand und allem Pipapo. Kann ich mir nicht vorstellen. Auch die Waldbrandstatistik sagt entsprechende Dinge. Da gibt es also durchaus Untersuchungen dazu, wodurch so ein Wald entsteht. Das ist in der Hälfte der Fälle ist es Fahrlässigkeit, beziehungsweise die Hälfte der Fälle weiß man nicht. Und bei den Sachen, wo man es weiß, ist das meiste Fahrlässigkeit. Und davon ist das allermeiste die Zigarettenkippe. Und dann ist nochmal ein erstaunlich hoher Anteil tatsächlich Brandstiftung. Da geht man davon aus, dass das Absicht war. Und dann gibt es nochmal einen gewissen Anteil von Kindern, also Spezialfahrlässigkeitsfall Kinder, die im Wald rumzünseln. Aber überwiegend, man weiß es dann ja aber auch meistens nicht, aber es ist jedenfalls kein Fall, kein dokumentierter Fall dabei, wo irgend so ein Mensch, der gerne unter der Plane im Wald liegt und sich vor seiner Plane ein Feuerchen anzündet, um sich irgendwas zu essen heiß zu machen, einen Waldbrand verursacht hat. Also ich wüsste nicht, dass das irgendwo mal dokumentiert worden wäre. Also wenn es mal vorgekommen ist, dann hat man ihn nicht erwischt. So, also warum ist jetzt Feuermachen verboten? Nehmen wir jetzt mal den Fall an, irgendein Bushcrafter zum Beispiel rennt in den Wald und macht sich da ein völlig perfektes Feuer. Also nach allen Regeln der Kunst, mit Steinkreis außenrum, mit einer schönen Kuhle, im riesigen Umkreis hat er alles brennbare Material entfernt, er beaufsichtigt sein Feuer auch die ganze Zeit, macht nur ein sehr kleines Feuer, gerade nur so groß für das, was er braucht, meinetwegen sich eine Tasse Tee kochen oder sowas, und macht da das optimale Feuer mit trockenem Holz, es gibt keinen Funkenflug, das Ganze brennt wunderbar, es ist insgesamt keine hohe Waldbrandgefahrenstufe, alles ist in Ordnung. Also Idealfall. Jetzt kommt aber trotzdem ein Passant vorbei, also ein normaler Waldbesucher. Also jetzt nicht so ein Wald-Hardcore-Besucher wie unser eins, sondern so ein ganz normaler mit Hund vielleicht oder so. Also nicht, dass Hund was Schlechtes wäre. Hausfrau von dem nächsten Dorf. Oh Gott, das klingt jetzt wieder so abwertend. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, die läuft vorbei und riecht Rauch. Jetzt in 95% der Fälle... riecht halt noch Rauch. Egal, geht weiter. In 5% der Fälle könnte es ja durchaus mal vorkommen, dass diejenige dann auf die Idee kommt, oh mein Gott, hier ist ein Waldbrand. Oh, ich rufe mal lieber die Feuerwehr, nicht, dass mal ein schöner Wald hier abbrennt. Was im Prinzip von der Frau ja auch vollkommen richtig ist. Weil es könnte ja tatsächlich sein, dass der Wald brennt. Sie ist kein Fachmann oder keine Fachfrau in diesem Fall und kann das nicht beurteilen. Also ruft sie logischerweise die Feuerwehr. Das ist ja auch völlig korrekt. Kann ihr keiner vorwerfen. So, was macht die Feuerwehr? Die Feuerwehr ruft beim zuständigen Förster an, der da gerade Dienst hat. Der zuständige Förster, der da gerade Dienst hat, Fall A. Das Feuer ist angemeldet. Dann hat derjenige, der das Feuer angemeldet hat,
war der hoffentlich so schlau und unter anderem bei den Maßnahmen, die er dem Förster genannt hat, die er ergreift, wenn er ein Feuer macht, damit es ihm genehmigt wird, gehört zu diesen Maßnahmen, dass er immer ein Handy mit sich führt und guckt, dass er sein Feuer nur da anmacht, wo er auch Handyempfang hat. Dann kann der Förster ihn nämlich dann anrufen und ihn fragen, ob sein Feuer denn unter Kontrolle ist und ob irgendwie Grund zur Sorge besteht. Dann sagt der Typ, nö, alles in Ordnung. Und der Förster kann der Feuerwehr zurückrufen und der Feuerwehr sagen, nö, alles in Ordnung. Weil bei einem Waldbrand, das ist nicht unbedingt notwendig, dass die jetzt eine Minute später kommen. Da sind ja keine Menschenleben in Gefahr. Also das ist in solchen Fällen dann schon, ja, es sollte, sagen wir mal, üblich sein. Man wird auch meistens tatsächlich wahrscheinlich so gehandhabt. Dazu gibt es keine Statistiken. Dass die eben erstmal nachfragen, ja, ist das jetzt wirklich was oder müssen wir sofort losfahren? Und das ist innerhalb von einer Minute geklärt. Nö, ihr müsst nicht sofort losfahren, alles in Ordnung, bumm, nichts passiert. Wenn jetzt das Feuer aber nicht genehmigt ist und der Förster weiß nicht, dass da einer ein ganz ordnungsgemäßes Feuer macht, von dem überhaupt keine Gefahr ausgeht, ja, was soll er denn dann machen? Soll er es riskieren, dass der Wald abbrennt? Geht nicht. Also muss er sagen, ja, da muss die Feuerwehr ausrücken. Und wenn das eben häufiger vorkommt, wird es unglaublich teuer. Und ja, wer will da die Verantwortung tragen, dann zu sagen, die Feuerwehr muss nicht ausrücken. Und letztendlich, wer zahlt das Ganze? Der Steuerzahler. Und da will die Gesetzgebung, das ist ein Argument, tatsächlich dem Steuerzahler ersparen, dass er dauernd zahlen muss, wenn die Feuerwehr entsprechend ausrücken muss, weil irgendwer das Gefühl hat, eventuell könnte der Wald brennen. Und damit das halt eben nicht so häufig vorkommt, ist Feuermachen im Wald verboten. Also sprich, darf man nicht. Es sollte also im Prinzip überhaupt nicht passieren und wenn es dann doch nach Rauch riecht, dann ist es ein Waldbrand. Weil ja niemand ein Feuer machen darf, da, theoretisch. Anders kann man das jetzt wirklich nicht regeln. Ja, Argument Nummer 2. Derjenige, der ein Feuer im Wald machen will, lässt es sich vorher genehmigen und der Förster hat dann einfach die Gelegenheit, denjenigen vorher aufzuklären bzw. mit demjenigen zu reden. Was ist das für einer, der da ein Feuer im Wald machen will? Nehmen wir mal an, Feuer im Wald machen wird einfach für jeden erlaubt. Dann könnte also wirklich auch jeder Depp, und die gibt es, das wissen wir alle, biersaufenderweise mit seinen 20 Kumpels im Wald irgendwo ein Feuer, ein unqualifiziertes Feuer wohlgemerkt, anstecken, Biersaufen drumrum lungern, Bierflaschen in den Wald schmeißen, sonstigen Müll liegen lassen, wieder abhauen und am besten dann auch mit dem Auto in den Wald gefahren sein und solche Späße. Wenn es dumm läuft, bemerkt man das nicht, läuft dann am Tag danach oder ein paar Tage später vorbei und dann liegt da die ganze Sauerei, da war ein Feuer und so weiter und so fort, es ist vielleicht nichts passiert, aber der Förster regt sich berechtigterweise natürlich auf. Wollen wir ja auch nicht, dass Müll im Wald rumliegt, will keiner von uns. Von daher, und davon gibt es einfach zu viele, wenn man jetzt einfach sagen würde, Feuer machen ist erlaubt, dann hätten wir halt wirklich einen hohen Prozentsatz an diesen Nasen, die dann im Wald halt eben ihr Unwesen treiben und das will man natürlich auch vermeiden und verbietet es daher einfach mal prophylaktisch sozusagen. Das ist definitiv richtig, wenn ihr meine Meinung dazu hören wollt. Ja, und dann gibt's noch das Argument, dass das Verbot des Feuermachens im Wald einfach dazu führt, dass die Leute bewusster Feuer machen im Wald. Dass es im Prinzip schon mal verboten ist und derjenige, der ein Feuer im Wald macht, illegal dann, einfach sich bewusst ist, dass er hier was tut, was potenziell gefährlich ist, was so ein bisschen so eine Sondertätigkeit darstellt und es einfach demjenigen, der halt eben das Feuer da macht, ins Bewusstsein führt, dass das, was er da macht, eigentlich was ist, wo er schon aufpassen muss und sich potenziell in eine Situation begibt, in der er in Gefahr ist, viel, viel, viel Geld zahlen zu dürfen. Also das ist einfach so eine psychologische Komponente.